Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meiner Road to Glory und zur allerersten Weekend League in FIFA 23. Noch bin ich happy, noch bin ich fröhlich, noch liegen meine Nerven nicht blank. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, je nachdem, wann ihr das Video schaut, wie es bei euch läuft, lief und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schon mal toi toi toi, viel Glück und viele Nerven, denn ich weiß, viele von euch zocken jetzt natürlich auch. Ich habe gestern noch tatsächlich im Stream mir gedacht, komm, wir machen mal so einen richtigen Draft-Donnerstag und habe 4 Footdrafts gespielt, habe alle gewonnen und habe sehr gute Sachen gezogen und das Team konnte ich deswegen noch geil upgraden. Wer alles drin war, kurzes Review. Nächsten Footdraft-Rewards, die ersten für heute. Was kriegen wir? Ja, ist okay. Ist okay. Viele Spieler. Rewards finde ich ganz gut. Wants to watch? Haaland! Frankreich! Bitte nicht Tolisso. Tchoumini! Bang! Let's go! Footdraft Rewards gönnen! Geil! Junge, wie unerwartet! Wie unerwartet! Was kostet der Mann? 80.000 Flocken, Katsching! Katsching, 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 so nämlich. Geil. Geil. Und Marvin Ducksch. Wird natürlich direkt abgestoßen. Endlich mal, Alter. Nach dem, ich glaube, das war der 8. Footdraft-Win. 10. Footdraft-Sieg. Also bitte, wenn da jetzt wieder jammert, ja, Lani, du hast doch einen EA Sports-Account. Komm, komm, macht einen Abflug hier. Macht einen Abflug, Freunde, macht einen Abflug. Megapack hinterher. Naja, 80er Alan. Okay. Okay, das war jetzt nicht so gut. Nächsten Draft Rewards. Nach Tchoumeni. 50k Pack. Gut, aber auch gefährlich. Zeitgleich. Wenn nichts drin ist, macht man immer Verlust. Weil man nur sehr wenig Spieler bekommt. 50k Pack, komm. Minimum 10k müssen wir da rausholen. 83 plus haben wir. Italien. ZM. Oh, Verratti Walkout sogar. Geil. Safe auch wieder gewinnen. Wunderbar. Wunderbar. Nicht der beste Walkout zwar, aber der sollte, also so 15-20k sollte der automatisch springen. Was noch? Olli Baumann, natürlich. Mit dem haben wir gerade das Draft gespielt und der war bombenscheiße. Aber Verratti. 18-19k. Wieder gewinnen. Sehr gut. Dritter Draft-Win am heutigen Tage. Ja, okay. Aber aus dem 25 hatten wir eben auch einen Tchoumeni. Oh, sogar 83 plus. Aus dem Goldpack. Oha! Nein! Das hätte Walker sein können. Oh, no. So, 225er, komm. Ja, 83 plus, Potenzial. Holland, IV. Oh. Leg uns wieder hin, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, nächster Bait incoming. Nicht mal ein 83 plus. Schweden. Emil Forsberg. Keine gute Runde leider hier, keine gute Runde. Man kann nicht immer Tchoumeni ziehen. 4. Footdraft-Win. Heute wurde Footdraft bis zum geht nicht mehr durchgegrindet. Alle Games gewonnen und wir kriegen 50k Pack. Hat Potenzial. Hat Potenzial. Komm, letztes 50k Pack für heute. Gönn EA. Gönn. Gönn, gönn, gönn. Mahrez. Let's go. Geil. Geil, Junge. Wie viel ist der wert? Ich glaub nicht so viel, aber Hauptsache Gewinn. Und selbst wenn er nur 15-20k wert ist, völlig egal. Es ist schon gut. Und was haben wir sonst noch? Nix mehr. Aber Mahrez kostet... Kostet 20, das ist super. Das ist super, darüber freue ich mich schon sehr. Das sind 22k, dann mache ich wieder 10-15k Gewinn mit dem Draft. So kommen wir vorwärts hier, Freunde. So kommen wir vorwärts. Wir können ganz kurz zusammenfassen. Tchoumeni hat natürlich 80k gebracht. Gestern aus den Rivals Rewards hatten wir Valverde, der ungefähr 65k war. Das waren schon mal ungefähr 150. Dann noch die ganzen anderen Spieler, Parejo und so weiter und so fort. Also habe ich roundabout in etwa 250k gestern wieder erarbeitet. Das war wirklich eine ganze Menge. Habe dann am späten Abend noch die normalen Top-Partien gemacht, weil ich wollte mir noch einen anderen Torwart leisten. Für 250.000 Münzen habe ich mir eine neue Icon geholt.
Und unser Team sieht wirklich brutal aus mittlerweile. Und zwar Campbell. Gestern habt ihr ja schon gesehen, dass ich sowohl Van Dijk als auch Benzema gegen Van Basten eingetauscht habe, weil ich war der Meinung, ich brauche Kanten hinten. In der ersten Division sind alle mit Haaland rumgerannt und mit Mbappé und ich brauchte Leute, die sich dagegen stemmen können. Und gerade gegen Haaland hatte ich immer mit die meisten Probleme, weil der hat meine IVs immer weggedrückt, wie zum Beispiel so ein Jules Koundé. Und da gibt es nur einen Mann, der mir da helfen kann. Sol Campbell, 91 Stärke. Okay, Defensive 85 geht, genug Pace, aber der Mann muss doch ein richtiges Tier sein. 253.000 Münzen hat mich das kosten lassen. Also noch ein Stück teurer als Virgil van Dijk. Ich hoffe, dass der abgeht. Vorne war bisher sowieso nicht so das Problem. Das lief bisher. Und im Tor habe ich dann, wie gesagt, noch David de Gea geholt für 18.000 Münzen. Da habe ich Areola dann nochmal in den Verein zurückgetan. Unser Team kostet ungefähr 800.000, habe ich jetzt ungefähr bezahlt. Son, Valverde, De Jong, damit komme ich dann auf über 1 Million. Die sind ja untrade. Also wir haben wirklich sehr viel hinbekommen. Bin ich extrem happy drüber und wirklich ein echt gutes Team. Wir haben, ich sag mal, ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben jetzt auch nicht den Ultra-Kracher gepackt. Deswegen, passt das auf jeden Fall. Wir gehen rein in die WL, schauen wir uns mal den ersten Gegner an. Mein Ziel ist auf jeden Fall die 16 Siege, wenn ich ganz ehrlich bin. Eigentlich will ich natürlich mehr schaffen. Wir haben sonst die letzten Jahre oft Rang 1 geholt, aber wir sind noch am Anfang von unserer RTG. Und wir zocken im ersten Game gegen Lai Mbappé. Na, es wird direkt ehrenlos, Freunde. Es wird direkt ehrenlos. Nee. Ach du Heilige, wird das ein Schwitzer werden. Auf geht's. Guter Ball. Heung-min Son. Koulibaly hat ihn. Komm, Kane. Komm. Auf Benzema, mach ihn. Okay, wir haben das 1-0. Ich sag's euch, es ist direkt so verölt. Es ist ja unfassbar. Ich habe mir das erste Game leichter vorgestellt. Oh nein, Mbappé geht. Campbell in der Mitte. Boah, De Gea hat ihn. Erste gute Chance auch für den Gegner. Komm, Kane. Mach ihn. Kane! Oh. Komm, Rafinha. Mach ihn. Oh, Benzema verschießt den. Das kann doch nicht. Karim. Komm, Kane. Nochmal der Haken. Harry Kane zum zweiten. Gegner drückt Pause und geht raus. Boah, das war ein hartes erstes Game. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig geredet in dem Video wie gerade in der ersten Hälfte. Also klar, der geht jetzt raus, aber 4-1 Schüsse, es war wirklich ein absolutes Geschwitze. Mit Lai Mbappé. Egal, wir beruhigen uns wieder. Das war wirklich ein guter Gegner, fand ich. Also, habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Gucken wir mal, wie der zweite so ist. Ob das einfach nur Pech war oder ob jeder so gut ist. The Spooky Teddy. Ah ja. Lloris, Carlos, Gomez, Robbo, Goretzka, Ronaldo, Sterling und Sancho. Okay. Scheint aber direkt schon mal ein ganz anderes Level zu sein, wie ihr seht. Aber schon mal ein gemütliches 1-0, so stelle ich mir das vor. Direkt schon so viel schlechter gewesen in der Abwehr, in der ersten Szene, als der andere Gegner. Auf geht's. Heung-min Son mit Benzema. Unten ist Rafinha. Haben wir hier Platz, Hilfe. Harry Kane, R1 Dribbling und 2-0. Wunderbar. So habe ich mir das eher vorgestellt, so die ersten Spiele zum Warmwerden. Aber auch gut. Bing Bong. Ja, schon das dritte. Boah, Campbell. Da zeigt er sich auch direkt mal. Na gut, nach vorne ist Campbell jetzt natürlich nicht so der Beste. Aber sehr gutes Tackling. Harry Kane wollte schon wieder seinen Dreierpack klar machen. Den holen wir uns wieder. Das war nicht gut gemacht vom Gegner. Hat er mir direkt geschenkt. De Jong tänzelt da durch die Abwehr. Dann haben wir das 0-4. Gegner drückt Pause. Und der Spooky Teddy war nicht so spooky unterwegs heute. Wunderbar. Kein Gegentor bekommen. Ja, auf jeden Fall Campbell schon mal guter Erster Eindruck. Das waren jetzt auch die ersten Games. Auch mit Karim Benzema. Ich weiß noch nicht.
Den habe ich jetzt auch erst ein ganz paar Spieler, falls ihr da irgendwie fragt, Lally, wie ich den finde. Bisher bin ich immer noch mehr überzeugt von Kane. Ist jetzt halt erst ein, es waren jetzt irgendwie 6-7 Games, die ich mit dem gemacht habe, der Aufstieg in Division 1 und halt jetzt hier die beiden. Wie gesagt, gestern habe ich sonst nur Footdraft gespielt. Also, 2-0 stehen wir schon mal. Ich denke, das war schon mal ein guter Auftakt. Rewards gibt es dann natürlich, wie geplant, in der nächsten Folge auch zu dem Road to the Final Event. Da bin ich mal sehr gespannt, was da so alles kommt und ob wir damit vielleicht unser Team nochmal upgraden können. Und dann hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Schwitzige Angelegenheit, vor allem im ersten Spiel. Viel Glück euch nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen fetten Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.